Hallo und herzlich willkommen bei Mike's Bonsai and More. Leute, es hat gerade an der Tür geklingelt und der DHL-Bote hat mir ein schönes Paketchen gebracht, auf das ich schon sehnsüchtig gewartet habe. Und zwar ist das vom Josef. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was drin ist, aber ihr wisst es ja, viele von euch oder einige von euch bekommen sicherlich das gleiche, ein ähnliches Paketchen. Na, ihr könnt es schon ahnen. Richtig. Ist eine Kornelkirsche. Kornelkirsche. Schweres Wort. Und schauen wir uns die mal an zusammen. Ah. Ja, Josef, danke schön. Schön eingepackt. Sphagnummoos. Schon den einen oder anderen Austrieb dran. Und ich werde sie jetzt mal zusammen mit euch versorgen. So, ich habe sie jetzt schon mal die Tüte geöffnet. Und ich kann euch sagen, es ist ein richtiger intensiver Waldgeruch hier gerade im Raum. Ich werde das mal auspacken. Habe mir schon einen Teichpflanzkorb vorbereitet, da werde ich sie erstmal reinpacken. Ein bisschen Drainage drin. Und dann gucken wir uns das mal an. Hier sind doch einige Wurzeln oben, die ich eigentlich nicht brauche. Die schneide ich mal ab. Die sind mir ein bisschen zu hoch. So. Ansonsten hat der Josef hier schon schöne Vorarbeit geleistet. Schöner Wurzelansatz hier unten, Feinwurz, Verfeinverwurzelung. Und dann werden wir sie jetzt mal in das Töpfchen tun. Packe unten noch ein bisschen von meinem Substrat rein. Bisschen Rootmax darf natürlich nicht fehlen. Viel hilft viel, sagt man doch, oder? Okay. Werde ich natürlich das Sphagnummoos vom Josef auch mit verwenden. Das duftet, Leute, das ist echt der Hammer hier. Wald pur. Wurzel kann raus, das brauchen wir nicht. Und nun schauen wir mal, wie wir die jetzt hier schön festkriegen. So, ich habe jetzt den Draht angezogen, steht jetzt wunderbar im Topf. Jetzt fülle ich noch ein bisschen Substrat auf. Thank you.
So, jetzt sollte das Bäumchen schon mal erstmal einen guten Start haben. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Dieses Teil hier ist mir eigentlich ein bisschen zu lang erstmal. Werde ich noch mal, hier ist noch eine Knospe und hier unten schläft auch noch was. Ich werde es erstmal hier abschneiden. Das lasse ich erstmal so. Hier ist ein Austrieb hier oben. Sind noch Austriebe. Ganz gut so aus. Dann werde ich sie gleich schön wässern und dann kann sie zu ihren Artgenossen und schauen wir mal, was uns die Kornelkirsche vom Josef Schönes bringt. Bin dann mal gespannt, was die anderen für Pflanzen bekommen haben und schauen wir mal. So, ich wollte euch noch mal eins sagen. Ich war letzte Woche in einem Laden, wo man alles für 100 Cent, sage ich es mal, bekommt. Und da ist mir was über den Weg gelaufen, was mich so an einen Teichpflanzkorb erinnert. Und das würde ich euch mal als Alternative dazu vorstellen. Und zwar ist das ein Nudelsieb. Ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber so zum Lachen ist das eigentlich nicht. Das ist durchaus eine gute, günstige Alternative. Das hat jetzt 1 Euro gekostet. Hat genau die gleichen Eigenschaften mit den Löchern. Man kann es also schön die Drähte durchziehen. Die Wurzeln bekommen Luft. Hat noch 2 zusätzliche Gimmicks eigentlich, was sie vom Teichpflanzkorb unterscheidet. Und zwar hier unten die Füße zum Stehen. Also die Verdrahtung behindert in keinster Weise einen guten, sicheren Stand. Und zum anderen zum Tragen 2 Griffe. Sieht vielleicht im ersten Moment ein bisschen doof aus. Gibt es auch in anderen Farben. Aber ich sage mal so, für die Tanuki, für die Yamadoris und für den Moment ist das sicherlich eine geeignete Alternative. Und wie gesagt, deutlich billiger. Das ist jetzt nicht vom großen Bonsai der Endgegner, aber das soll es ja auch gar nicht sein. Das ist nur eine vorübergehende Zwischenlösung. Und wenn man da mal so 2-30 von kauft, ist durchaus eine Alternative. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Bewertet es selber, was ihr davon haltet. Ansonsten schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich immer. Und bleibt am Ball und bleibt gesund. Euer Mike.